habe mit meinem Vater eine Wette. Wenn ich bis März ein Sixpack habe, hört er auf. Tag 2 Abnehmen Challenge bis März. Wette. Tag 3 Abnehmen Challenge. Tag 4 Abnehmen Challenge, dass mein Vater. Tag 5 Abnehmen Challenge. Tag 6 Abnehmen Challenge. Tag 7 Abnehmen Challenge. Jo Leute, was geht bei euch ab und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich habe innerhalb von einer Woche mindestens 4 Videos geschnitten, mir geht's nicht gut und also bei mir ist echt komplett Feierabend. An die, die es nicht mitbekommen haben, habe ich eine Challenge, also eigentlich keine Challenge mehr, sondern eine Wette mit meinem Vater gehabt. An der Wette ging es darum, dass ich abnehme, ein Sixpack kriege, also Bauchmuskeln. Digga, ich bin so behindert. Also es geht einfach in der Wette darum, dass ich ein Sixpack kriege, also Bauchmuskeln, die richtig rausstechen. Er hört auf zu rauchen. Zur Gegenleistung. Und ich hatte bis Ende März Zeit. Jetzt haben wir schon den 28. März und wir sehen positive Ergebnisse. Was soll ich sagen, Alter? Ich bin sehr froh, dass ich das alles überstanden habe. Ich werde das Ganze auch auf TikTok posten, aber auf TikTok erscheint nicht das ganze Video, sondern nur die Hälfte des Videos, damit diese Zuschauer auch hier auf YouTube gucken und dann mich hier abonnieren und das Video liken, kommentieren, ihre Meinung reinschreiben und keine Ahnung, was weiß ich, was ihr da reinschreibt. Jedenfalls geht es einfach darum, dass ich jetzt gewonnen habe. Ich habe jetzt meine Bauchmuskeln bekommen und habe auch wirklich alles gegeben. Ich habe es innerhalb von 2,5 Monaten geschafft. Ich war sogar über 15 Tage früher fertig. Bevor die Wette 20 Tage vorher durch war, war ich schon fertig. Aber ich habe weitergemacht. Ich habe trotzdem weitergemacht. Ich will natürlich den vollen Kuchen haben und nicht den halben Kuchen. Natürlich werde ich mich jetzt nicht nackt vor der Kamera zeigen, sondern werde einfach so ein paar Bilder hier, die ihr jetzt sehen könnt, werde ich einfach euch sehen lassen. So sah ich früher aus und so sah ich danach aus. Das ist das Vorher, das ist Nachher. Also wer da keinen Unterschied sieht, den kann ich echt nicht helfen. Ich bin sehr stolz, dass ich dieses Ziel erreicht habe. Ich habe mich somit ordentlich auf den Sommer vorbereitet. Ich gehe natürlich auch schön ins Hallenbad und gönne mir natürlich wieder mal was Schönes. Aber erstmal ein bisschen die Tage noch ein, zwei Mal vergehen und so. Aber aufhören zu rauchen ist eine andere Sache, aber das versuche ich hinzubiegen. Aber mittlerweile sehe ich gute Ergebnisse. Ich sollte ihm noch bis komplett Ende März Zeit geben und ich hoffe, dass er das übersteht. An der Stelle, Vater, falls du das Video sehen solltest, Grüße gehen an dich. Ich hoffe, dass du das, was du mir gewettet hast, auch einhältst. Denn das hat wirklich 2,5 Monate meiner Lebenszeit gekostet. Natürlich sehe ich jetzt auch gesundheitlich viel besser aus und fühle mich auch sehr wohl. Ich freue mich schon auf Sommer. Der Sommer steht an und also es wird einfach nur geil. Ich werde mich nach einer langen Zeit mal wieder richtig schön entspannen können, ohne mit dem Gewissen zu leben, dass ich ein fetter, hässlicher Spasti bin, sondern dass ich geil aussehe, schöne Bauchmuskeln habe und ja, Freunde, das ist jetzt die Wette gewesen. Ich habe sie überstanden. Ich muss zwar arbeiten, Digga. Du kannst es auch schaffen. Ich habe bereits ein, zwei Videos zu meiner Phase gemacht, meiner Diätphase. Könnt ihr auf meinem Kanal rumstöbern und schauen. Da habe ich sogar Tipps gegeben, was ich gemacht habe, um so viel abzunehmen. Bis zum nächsten Video. Ciao.